Fürs Glied, für den Penis. Digga, Marcel hat gerade nochmal gesagt, er will nochmal groß machen, bevor er sich einscheißt gleich. Ja, ich hab ein bisschen Respekt. Krass. Also eigentlich wollten wir ja nur nichts essen, ne? Bro, ja, aber es gibt immer so einen Abend, da kippt's und das ist heute. Aber er kann mir, also ich würde da niemals das Ding braten. Ja. Ich würde das nicht braten, das Ding, das mache ich nicht. Ich hab ein Trauma. Wir gehen da vorsichtig rein, wir machen das Ganze. Ich mach das Ding dann auch nicht mehr in meinen Arm, ne, dann? Warum? Weiß ich nicht, so. Okay, ich nicht. Dann auf deine Augen. Ich glaube, wir dürfen das gar nicht sagen, dass das ist. Also, wir bringen das an den Beinen natürlich an, Chat. Nicht, dass ihr denkt, wir machen das wirklich an die Eier. Das ist ja toss, klar. Wir machen das auf die Beine und, ne? Genau. So, ich komme. Wenn er ungesüßt ist. Guck mal hier, Bro, wir haben noch den hier. Der wird gleich live zeugungsunfähig. Sag ich dir. Das war's mit dir. Das ist so bodenlos. Ja, wir sind jetzt hier. Ich habe mir gerade einen Tee erspielt. Wir sind noch, drei sind raus, wir sind noch fünf. Wir sind noch, man kann gar nicht mehr denken oder reden, ne? Wir sind noch Rohat, Adi, mein Bruder, ich und Noah. So. Gut. Max ist sehr dünn geworden. Nee, das ist der Haarschnitt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Seiten auf Null und den Bart machen lassen. Da sieht man einfach, wird das Gesicht viel länger und schlanker. Ich habe 2 Kilo Fett abgenommen. Das ist nichts. Heute ist Tag 5. 5 Tage, fast 5 Stunden. Ich weiß. Wir haben, alle Kandidaten sind raus, weil sie gesundheitlich komplett kritische Werte hatten. Hugo war schlecht, er hatte einen sehr schlechten Atemmessgerät, Ketonmesswertgerät und Blutmesse war, ich weiß gar nicht mehr reden, scheiß drauf, wisst ihr, was ich meine. Das war sehr mies, da musste er leider ausscheiden. Bei Steve ist Kreislauf komplett zusammengesackt. Der war auch hinten und konnte dann, musste pissen und konnte auch nicht mehr aufstehen und war komplett schwummrig und alles im Arsch. Der musste auch abbrechen, haben sich echt sehr, sehr geärgert. Die hätten auch so 100%ig 7 Tage durchgezogen. Aber wenn er droht, dass sie wegen der Blutwerte in Ohnmacht fallen, ist das ja, macht das Ganze keinen Sinn hier, die eigene Gesundheit dafür aufs Spiel zu setzen. Breitenberg war am zweiten Tag raus. Der hatte keine Luft mehr bekommen. Das war auch ganz übel, das war nochmal ein ganz anderes Ding. Wir haben jetzt alle sehr beschissene Werte. Wir dürfen nicht mit unter 60 heute Abend vorm Schlafen gehen ins Bett, weil im Bett sind wir 8 Stunden unbeaufsichtigt. Und da ist ja dann auch kein Arzt. Was ist? Also es funktioniert doch. Aber es funktioniert schon, aber... Digga, der Schrei! Also ich sag ehrlich, Stufe 1 an den Eiern, Katastrophe, Digga. Es hat sich angefühlt, als wenn jemand ein Feuerzeug unter deine Eier hält. Es hat so der gebrannt. Der Peitsch, Digga, der ist weggeflogen. Es hat so gebrannt. Also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass Stufe 1 so wehtut in den Eiern. Max! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bro, der hat das so wegkatapultiert. Der kommt rumgeschrien. War gut. Ja. Wahnsinn. Naja, Wahnsinn. Muss man auch gemacht haben, ne? Wir haben das Ding nach und nach übergeben. Man hätte vor der Tür kurz filmen sollen für den Schrei einfach. Haben wir, Regie, haben wir die Domino-Challenge bestanden? War das die Aufgabe, dass jeder 5 Steine stellt und sich Monte das an die Eier klebt? Wir haben es geschafft. Niki und ich kriegen den Tee. Noah darf keine Elektroschocks kriegen. Adi will keine und Rohat auch nicht. Ist auch, kann ich komplett verstehen. Das ist voll hardcore. Auch der Arzt meinte, ey. Irgendwie habe ich auch Bock drauf, aber. Nee, Noah, komm. Wäre nicht gut. Der Arzt meinte nur ganz leichte, moderate Stromschläge, dass der Puls nicht so hoch geht. Das war heute Abend nicht der Fall, aber uns geht's allen gut. Ja. Das ist so aus der No-Food-Challenge passiert. Übrigens, hier, Lukas hat sogar noch eine Spur davon. Ja, leicht rot, ne? Aber es geht. Das war ja völlig krank. Das war richtig krass. Hat's bei dir wehgetan? Ja, die Innenseite ist viel. Ja, bei mir auch. Die Innenseite ist schlimm gewesen. Ja. Was benutzt man das? Ach, Digga, komm. Nee, komm, mach nochmal ab hier. Oh, Mann. Oh. Doch, ja, doch. Wo willst du das hier? Hammer. Direkt nochmal abbeißen. Max,
So eine Scheiße. Carsten, Carsten. Er macht es nochmal, aber wenn du es auch nochmal machst. Aber die sind nicht mehr so warm. Jetzt aber ich was sehen, wenn jemand isst, geht es einer nach schlechter irgendwie jetzt. Ja, ich will auch das nicht. Also dadurch, dass ich selber... Was ist jetzt hier los? Was denn? Wir überlegen, ob sie es nochmal machen. Wir normal machen. Nee, was ist das denn? Ach so, okay. Hä? Warum? Wo kommt der denn jetzt her? Ja, von hat Isa gemacht. Es ist wirklich das, also jetzt wird heute das 11. Mal gekocht. 11. Mal? Ja, das allerelfte, Alter. Die haben mir gerade schon mal einen gemacht, auch direkt, aber irgendjemand hat den gestohlen. Wer hat den gestohlen? Ich weiß nicht, wer ihn gestohlen hat. Du hast einen Crepe geklaut. Ich guck da so, ich gehe so vorbei, ich so, was macht der denn da alleine? Und dann habe ich den gegessen. Ja, ja, kann ich zustimmen. Hast du auch einen gegessen? Nee, ich habe vorher gerade den Song von Mark Eggers gehört. Oh, ist der raus? Echt jetzt? Oh, Chat, hallo. Mark Eggers hat just in diesem Moment einen Song released. Der hatte etliche Auftritte auf Malle. Jetzt sein erster eigener Song. Wir haben den alle schon vorher gehört. Sehr geil. Typischer Malle-Hit. Malle geht keiner allein nach Haus. Komm, wir steigern unseren Bodycount im Wasser am Strand im Hotel. Malle ist der geilste Ort der Welt. Ja, so hat er das extra etwa angesungen. Können wir den rechtlich hier abspielen? Nee, oder? Aber können wir irgendwie einen Spotify-Link mal, können wir den irgendwie supporten mal? Das hat Mark Eggers ultra verdient. Der ist da einfach mal auch ein bisschen so in die Charts oder in die Trends ein bisschen macht. Ist echt gut. Die Bridge von dem Song ist richtig gut. Stimmt's, Revi? Du kennst dich aus mit Musik, die Bridge? Was für eine Bridge? Das, was wir gerade gesungen haben, war der Refrain. Ja, das war der Refrain, aber die Bridge? Ja, I guess. Kennst du den Song nicht auswendig? Nee. Schon? Nee. Also die Bridge ist jetzt nicht so das, was den Song ausmacht, oder? Aber die ist auch super. Haben auch viele Experten schon gesagt. Ja, na gut, dann ist das so, ne? Gut, Revi hat den Song wohl noch nicht gehört. Links werden gelöscht. Motz, könnt ihr da irgendwas machen? Ist das eigentlich gesunder, der Ich habe mal bei Jackass gesehen, also ich gehe mal raus, ja. Jackass ist auch perfekt ein Beispiel. Da ist er. Da, openspotify.com. Könnt ihr mal schön mal reinhören? Oder kann man einen Song folgen? Was kann man machen, dass man einen Song downloaden? Downloaden ist es, ne? Downloadet es mal. Chat, ist das der richtige? Der muss jetzt der richtige sein. Ja. Dafür sind die Dinger da. Könnt ihr den Song reposten oder liken, followen? Kann man einen Song nicht followen? Spotify kann es followen. Aber ich glaube, hört ihn einfach an und downloaden, das ist wichtig. Anhören und downloaden. Können wir nochmal kurz das Statement von Hugo nochmal einfangen? Normal, Digga. Nein, warte, hä, was ist das jetzt? Was? Ja, Digga, ich dachte, wenn man Elektro-Ding an die Eier macht, dass man kommt oder so. Aber das kann ja sein. Warum guckst du mich so an? Hier. Ja, nee, ist nicht passiert. Digi, was soll ich dir sagen? Wenn Hugo das so sieht, dann ist das so. Er ist der Chef. Er dreht. Okay, geil. Sehr gut. Haben wir ja auch mal aufgeklärt. So, haben wir jetzt den Song? Ist das der Song? Er hört ein bisschen elektronisch an. Was, das ist der falsche Song. Das ist der falsche Song. Er macht mich jetzt einfach einen falschen Song an, what the fuck? Digga, ich meine, Musik ist okay, also, das ist Malle, ne, klar, what the fuck? Was? Hä? Hä? Sorry, ey, es ist so krass, dieser Reflex einfach. Ich wollte, ey, wir brauchen hier echt mal aufräumen, ist ja alles voll. Alles voll. Ich habe echt gerade einen Reflex gehabt, ich wollte mich hinsetzen, sehe zwei Kinderbrüder, dachte mir, ja, dann nehme ich mir jetzt einen und setze mich hin und esse den. Frech. Geht nicht. Wenn ihr euch den Song anhört, ist es nicht jedermanns Song. Ist halt ein richtig klassischer Ballermann. Ist halt, ist, natürlich ist das nicht jedermann. Das werden hier vielleicht 5% feiern. Also klar. Ist das Ding noch Eier? Nein. Warum bist du so fixiert auf deine Eier? Ich will gerne einmal drauf drücken. Oh. Oh. Wie geht's dir gerade? Sehr gut. Echt? Richtig gut. Abends sieht's mir so. Mir geht's richtig gut. Was macht ihr da so laut? Was macht ihr? Ich hab mir das Ding mit. Eins, eine Flut, aber keine Sturmflut, bitte. Ey, Max, ich glaube, ich bleib sogar jetzt über Nacht hier. Kein Platz. Kein Bock. Ja, Hotel. Ach, so kalt ist? Ja. Bitte.
Gerne. Aber du darfst nicht uns wecken vor 10.30 Uhr, Mung. Was? Du darfst uns nicht vor 10.30 Uhr wecken. Das ist eine heilige Regel und du wirst es machen. So wie ich dich kenne, wirst du es machen. Ich werde euch um 8.30 Uhr wecken. Ja, nee. Guck, dann darfst du hier nicht schlafen. Nee. Blöd, dass du es zugibst. Ja, ich schlaf doch nicht hier. Ich komm dann einfach so rein. Ja, kommst du nicht. Hörst du nicht. Ich sag kurz Bescheid. Leon, niemanden vor 10.30 Uhr als Gäste hier reinlassen morgen. Ja. Das ist er. Gewonnen. Gewonnen. Einfach Mark Eggers. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Hört das der Chat jetzt auch? Macht man so, bei so einem Song macht man so, oder? Ja, klar. Klar. Komm, das passt. Das passt. Die Stimmung dazu ist sehr heilig. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ich denke, wir haben zu viel in der Hand. Alles gut. Geweckt wird man vom Bumsalimatel. Hier auf Malle geht keiner allein nach Haus. Komm, wir steigern unseren Bali-Tag im Wasser am Strand und Hell. Malle ist der ganze Ort der Welt. Hier auf Malle geht keiner allein nach Haus. Komm, wir steigern unseren Bali-Tag im Wasser am Strand und Hell. Malle ist der ganze Ort der Welt. Ja gut, eine Strophe reicht, danke. Ich hab noch nie jemanden gehört, der war so geil. An wen? Hallo? Was? Ich hab nur Dö-Lö-Lö-Lö verstanden. Also ich, ja, so. Genau, ich glaube, ihr fragt echt den Falschen. Du hast genickt. Ja. Ein bisschen Werbung für uns. Sag mal was. Ich sag mal so, wie es ist. Kommt gut an und kann ich mir echt gut vorstellen im Megapark. So mit einem schönen Wodka Kirscher auf den Hockern. Ja, ist schon geil. Also anhören und downloaden, sag das nochmal. Anhören und downloaden. Und liken, speichern, teilen. Wichtig. In die Kamera einmal. Und Dauerschleife. Sag mal, was man machen muss. Follow. Und dreimal Tim Handweg. Was ist das? Dreimal Tim Handweg? Ja. Okay. Oh, willst du noch was dazu sagen? Wie fandest du es? Ich habe mir lieber Summer Hits an. So nämlich. Ihr kriegt hier die ganze Zeit die Krebs. Können wir die mal für die Kamera präsentieren vielleicht mal? Oh, Digga. Also das war aber auch bodenlos geworfen. Ja, ne? Hast du es kaputt gemacht? Ach, guck mal, da werden die Krebs zu. Oh, wie viel Liebe, was? Jede Erdbeere wird einzeln gesteckt. Der da dran war. Wo? Ist das der von dir, der Originale? Der wurde so geliefert, irgendwie. Der wurde so geliefert. Lieferschäden. Was? Ja, das ist der Hast du mal überlegt, eine Handfeuerwaffe als Merch rauszubringen? Also ich habe viele minderjährige Zuschauer. Wäre jetzt nicht so cool, wenn die auf einmal die Mutter reinkommt und auf einmal einen Baseballschläger. Ja, vielleicht sind das einfach Baseballspieler, Digga. Handschuhe und Mütze dazu. Ist das legitim? Was meint ihr? Wenn du einen Handschuh und einen Ball dazu verkaufst, klar. Der ist sogar gefühlt noch okay. Geworden, weil der so verbeult ist, ne? Ja, das ist gefährlich. Ich war auch schon am Überlegen, aber es war wirklich das mit dem kritischen Punkt. Stellt euch mal vor, ich mache ein Fan-Treffen, alle stehen da mit dem Baseballschläger. Ey, der ist jetzt sogar viel stabiler als vorher. Ja, das käme auch nicht so cool, ein Fan-Treffen. Max, du wolltest doch auch Schlagklinge rausbringen, oder? Hast du gesagt? Ich wollte nicht, nee, ich wollte keine Schlagklinge rausbringen. Okay, alles war falsch verstanden. Okay. War ein anderer, ne? War ein anderer, Max. War ein anderer Trimix. Das sieht so geil aus. Alter Revi. Komm mal jetzt hierher und lass mal meinen Bruder dran riechen. Er kriegt dann wieder Weiß und Bub. Ja, genau. Weiß und Bub. Was meinst du, was macht Tobi Spirithop gerade? Ja, gute Frage, Digga, keine Ahnung. Auf TikTok Clash Royale spielen vielleicht?
das sieht so gut. Darf ich einmal dran riechen? Boah, die werden immer dicker. Und immer schöner. Boah. Der sieht perfekt gebräunt aus, ne? Wie viel Perfektion gehst du da? Du Try hattest schon richtig, oder? Ja. Oh mein Gott. Du kommst doch mit der Nase da hier. Nee, ich komme nicht mit der Nase. Weiß, aber schon sehr knapp. Echt? So krass. Wie das schon aussieht, ne? Der sieht so fantastisch aus. Aber dieses Stück hier rein, einfach hier reinzuweisen, in diese Ecke. Zeig mir nicht die Ecke. Zeig mir nicht die Ecke. Hier, guck dir einfach die Ecke an. Voll Wichser. Riech einfach. Oh, fuck. Also Crepe mit Nutella und dann auch noch Erdbeeren und dann mit so viel Liebe zubereitet. Ey, ich muss unbedingt dran riechen. Ich hätte gerne Magnesium, wenn ihr jetzt nehmen wollt. Dann soll es gleich richtig schön scheppert wieder. Boah, ist wirklich sehr schön. Digga, du machst dir die alle rein direkt? Ja, ich kann das. Alle zusammen? Ja, kann man. Wie viel sollen wir nehmen? Drei oder vier? Ja. Ah, also. Okay, hast du das genutzt? Dann heiz kann das auch. Dann heiz kann das auch. Ich war ruhig. Hier auf Mauer. Der fällt mir aber schwer nach Nutella-Bombe vor. Ja, kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr gut. Nutella. Digga, Monte hört nicht auf. Der kommt einfach hierher, isst 5000 Kalorien. Jeden Abend. Max, weißt du, wie schlimm es ist bei ihm zu Hause mit den Kühlschränken? Du hast den Kühlschrank auf, alles voll mit geilen Getränken. Und ganz unten ein kleines Fach mit Wasser. Und dann machst du den Griff zum Bad. Gleich ist die Ecke dran, Max, gleich ist die Ecke dran. Oh, Digga, das ist auch, da ist auch echt gut Nutella drin, Alter. Zu wenig Nutella. Zu wenig Nutella. Ich hab schon so viel mehr gemacht, dass dürft ihr euch die Zähne putzen mit Zahnpasta? Ja. Ja? Ja, klar. Warum fragen das alle? Ja, weiß ich nicht, weil du isst weil das, ja. Weil es satt ist sie nicht. Doch, das macht satt. Könntest du jetzt Appetit, es nimmt den Appetit. Nein, es nimmt den Appetit. Dürftest du jetzt zu mit Zahnpasta da essen? Nee, hä? Dann bist du halt raus. Man isst doch nicht Zahnpasta. Wer isst denn seine Zahnpasta? Ich würde auch sagen, Appetit und Hunger ist. Nein. Aber ich muss sagen, nein, aber ehrlich, Appetit und Hunger ist das kleinste Problem, finde ich. Es ist nicht so krass, wie man sich das vorstellt. Alter, hast du da reingematscht. Also jetzt mal eine sehr persönliche Frage. Habt ihr das letzte Mal geschissen? Wann war das? Jeden Tag. Ich scheiß jeden Tag. Wie denn? Was kommt denn da raus? Flüssig. Durchfall einfach. Ihr pisst seit 4 Tagen aus dem Arsch. Ja. Ja. Dann sitzt ihr einfach. Das ist unser Alltag. Soll mir doch die Toiletten an, dann weißt du. Ja, stimmt. Frauentoiletten. Es ist ein bisschen geiler. Auch. Die Frauentoiletten immer sauber. Das ist immer noch ein Ding. Da war richtig volles Müll und sauber. Aber ja, mittlerweile. Nachdem darauf hingewiesen wurde. Gönn dir. Und mein Bester, wie geht's dir? Hast du Hunger? Oder willst du was fischen? Nee. Abu. Wie fühlt ihr euch? Du siehst besser aus als vorhin. Ja, die Challenges haben auch Spaß gemacht, deswegen fühle ich mich besser. Ich fühle mich auch immer abends besser. Hast du auch Blöcke hier? Ja, alles gut. Bisschen rot. Boah, du hast echt richtig ab. Stellt ihr euch auch täglich auf die Waage? Am meisten hat, glaube ich, sogar Hugo abgenommen mit 6 Kilo, obwohl der eh nur 75 wiegt. Wie viel Kilo hast du abgenommen? 5. Ich habe mich das letzte Mal vor 2 Tagen. Aber 5, das ist nichts. Das sind 2,5 Kilo Wasser, ein halber Kilo Muskel, weil wir die ganze Zeit so niedrig sind im Blutzucker, also richtig viel Muskulatur verloren, ein halber Kilo locker in 5 Tagen nur. Und 2 Kilo Fett. Kurze Tage? Hugo hat eben gesagt, dass das Schlimmste für ihn war, 5 Tage zu masturbieren. Max, du masturbierst ja auch sehr häufig und gern, hast du ja mal gesagt im Stream. Wie ist es bei dir? Hugo hat gesagt, das Schwerste an der Challenge ist, 5 Tage nicht zu masturbieren. Ja, aber wie ist es für dich? Digga, what the fuck? Sag nochmal kurz, was dein Fetisch? Nackt sein, ne? Digga, was ist denn mit dir? Heilige also Scheiße. Ich sag euch ehrlich, ich hab schon so versucht, bei Max irgendwas rauszukitzeln. Aber der Typ blockt mehr ab als, keine Ahnung. Haben wir noch jemanden, der einen Crepe bekommt, oder waren das alle? Boah, die ganze Produktion kriegt jetzt einen Crepe. Und die Fußballmannschaft kriegt einen. Ich hab gar nicht so viel, ne? Die machen sich gerade nach. Ja, das sind nur noch 3 Stück oder so. Was macht ihr euch da? Niki, hast du mal deinen Bruder früher erwischt, wie er 5 Dinge gemacht hat? Boah, was ist jetzt? Oder war so eine Socke gefunden oder so? Macht er auch nicht, glaube ich. Macht er nie. Nein, haben wir, was ist die genaue Uhrzeit, die wir jetzt haben? Finde ich gut für die Kinder. Weil gestern war der... Das ist so ein echt schlechter Ablenkung. Gestern war der... Nee, gestern war der Arzt echt sauer.
weil der ist wach geblieben, bis wir schlafen. Und er meinte, wir sollen um 12 ins Bett. Und da ist das Problem, dass wir gestern, da sind Leute gestern um 2:30 ins Bett, 3 ins Bett gekommen. Das ist 0:30. Oh, 0:30, das tut mir leid, das ist doof. Steve, geht's besser? Ja, viel, viel besser. Viel. Das ist super. Du bist jetzt wieder drin im Game, ne? Oder? Ich bin jetzt wieder dabei. Nein. Was ist das? Kokosmilch? Ja, Kokosmilch. Schmeckt. Ja, schlafen magst du doch gut. Nö. Wenn der Doktor mit dir meckert, dass du nicht genug Schlaf bekommst. Oder war das wieder ein höflicher Hinweis, dass wir uns alle verpissen sollen? Nein, aber gestern war zu lang, aber ein bisschen können wir noch. Du bist ein richtig scheiß Gastgeber, wirklich. Nee, auch wir müssen unser Essen selber kochen. Wir waren so gefickt heute Morgen alle. Boah, das Ding hat nochmal richtig satt gemacht. Wir sind alle gefickt heute gewesen, allgemein. Ich würde sagen, sollen wir nochmal hin? Auf dem Arsch das Ding machen, dann kannst du den rausscheißen. Ja. Meinst du es öffnen? Also, ja. Wieso macht ihr das gerade? Also. Was? Also, oh. Auf den Lack. Weißt du, kennst du das? Nee, woher kommt das jetzt eigentlich wieder? Das kommt von Willi. Mal rasieren, oder? Echt? Ja. Willi? Nee, lässt du so? Ja. Ey, ich hab den Sprachverbot so. Bruder. Aber ganz ursprünglich kam es vom Sascha. Man sieht's ja, was ich im Kopf. Ja. Er hat irgendwie gezwickert, so gemacht, und er sagt immer, ich wusste nicht, dass du so am Chillen bist, aber schon vor einem halben Jahr. Ah, okay. War das nicht auf dem Twitchy-Mode? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das, wenn man so auf Lock schreibt, dann ist ein Twitchy-Mode. Wo ist das? Thema oder sowas? Keine Ahnung. Können wir jetzt noch jemanden shoppen? Nee, shoppen das Teil liegt hier unter mir. Spannend, das Ding von Isa gerade so geklein. Das weiß ich nicht. Aber der war der lecker. Ja, der war lecker. Ich dachte, wenn er es jetzt anfängt. Ich hätte Nutella-Toastbrot nicht schon gegessen. Das hat wirklich meine Zeit. Ich hoffe, dass wir die Werte haben heute zum Pennen. Ziemlich tiefer Bauch. Ari, was war dein letzter Wert beim Zucker? Ich hab den auch so reingemacht, den Wo ist Roh, hat der Schummler, der holt sich gerade eben noch Döner, der ist gleich wieder da, alles gut. Digga, Rohr hat halt immer den schlechtesten Wert im Blutzucker, dann ist er irgendwie 2 Stunden weg und dann hat er auf einmal einen Blutzuckerwert von 180. Was macht Rohr? Ja, also kann schon sein, dass er ein bisschen was macht. Was macht der? Kann sein, dass er nascht. Kann auch sein, dass er plündert einfach seine Taschen voll. Oder er macht es in Unterhänden, wo alle Sachen drin sind, ja. Ja, muss ich wieder ein bisschen aufdrehen. Regie, schaltet doch mal auf Rohr. Was macht der? Nee, da gibt's keine Kameras, wo er ist. Boah, der Schild, da darf man nur rein, wenn es einem schlecht geht. Echt jetzt? Ja. Ja, dann ist er. Oder im Hotbox-Raum? Nee, im Umkleideraum, wo sein Koffer drin ist. Da ist er gerade, da darf man nur im Notfall rein. Da ist schon eine Stunde da drin. Oh, Riesenregelbruch. Soll man nachschauen, ob es ihm wirklich. Ich würde sagen, holt ihn da mal raus, wenn es ihn wirklich. Nur wenn es ihm schlecht geht, darf er da rein. Ja, ich hol ihn da raus. Hol ihn da mal raus. Ich hab gerade Bock auf Haferflocken. Ich hab gleich deinen Schwanz hier, ne? Auf Haferflocken. Ich hab eigentlich nur Bock auf das Tomahawk-Steak, bin ich ehrlich. Was, der hier? Ja! Willst du mir so leid? Das Steak Bundy ist ein anderer. Das stimmt, wo ist die Regie? Aber nächstes Mal ist der Raw. Wo, also, hab ich bei WhatsApp gehabt, sehen wir das? Oh mein Gott, danke, dass du sagst, meine Rückenschmerzen sind weg. Ja, jetzt gibt es wieder ein Foodporn, das muss doch nicht sein. Wir haben jetzt schon 1000 Foodporns. Die random, die einfach immer reinschauen. Ja, ja. Wovon ist das? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich glaube, Burger ist das. Das ist ein Burger-Foodporn. Mann, das ist ein geiler Burger. Ist das ein Sponsor oder ist das einfach so random? Kommt das einfach nur das ist random, weil die uns abfacken wollen in der Produktion. Das ist so eine Regie, die machen das. Das machen die den ganzen Tag an. Ach doch, ja. Oder? Oh, das ist auch echt asozial. Doch. Ja, sieht irgendwie aus wie ein Placement. Nein. Das letzte Mal geschrieben. Das war's. Das ist aber, es ist so Ewigkeiten her. Ich wollte, habe ich ist in Vergessenheit geraten. Rohat. Einmal herkommen. Rohat muss einmal das Ding in die Eier machen, das geht nicht anders. Blutzucker messen, Rohat. Ja, oder das. Ja, ich habe gesehen, dass wir einen Sticker bei dir gemacht haben, was du verloren hast. Nee. Rohat, ein Zuschauer hat uns geschickt, wie du unten in der Dönerbude warst. Ich gucke euch die ganze Zeit zu, ich bin in dieser Dings, ich habe doch gehört, wie ihr über mich geredet habt, deswegen bin ich hier rübergekommen. Meinst du? Oh.
ich brauche halt meine Ruhe, Digga. Ich bin nicht so, dass ich hier die ganze Zeit chillen kann. Ich chill dann da auf diesem Sofa und ich brauche immer meine Ruhe für mich selbst. Oder eine Stunde lang umkleiden, ne? Der Chat will warum umkleidet? Achso. Messen. Ja. Messen. Ja. Da drüben ist, dort auf dem Tisch ist der Stuff. Ich mach das nicht mehr selber. Stell dir vor, du hast, fünf Tage, fünf Stunden nichts gegessen, hast ultra Hunger und dann musst du dich auch noch messen, weil die Leute denken dir, du hast was gegessen, obwohl du komplett Hunger hast und wünschtest, du hättest was gegessen. Und bei Allah, ich habe nichts gegessen in den fünf Tagen. Ja, klar. Ich brauch diesen... Du wolltest nur noch mal pieksen, um dich einfach bis abzufangen. Ich sag, Robert hat bestimmt über 100. Wenn er jetzt 100 hat, wollen wir wetten? Nee, man wettet doch nicht. Wetten gegen Geld ist doch nichts. Mach bitte mal eins. Oh, Digga, respektlos. Was ist denn passiert? Was ist da drunter, Digga? Ach, Digga, Leute, ihr saut hier rum wie Scheiße. Wirklich. Ja, seit Tagen kippt ihr alle Flaschen um. Niemand bringt den Müll raus. Aber er hat es eigentlich weggemacht, da muss nee, ich. Nee, aber er hat den noch mal umgeschüttet. Ach, noch mal? Ja, Hugo nimmt einfach alles auf den Limo. Wieso schüttet Hugo zwei Limos aus? Und wo ist der jetzt? Wo ist Hugo jetzt? Hier kann man aufputzen mit dem. Stimmt einfach nicht. Der schüttet zwei Limos aus und geht scheißen. Hugo war das. Ja, ja. Ach. Ich glaub, wir müssen noch mal die Location wechseln. Hier muss einmal. Ich glaube, Hugo ist auch schon jetzt durchgezogen. Ja, er meinte auch, der will nach Luxemburg zurück. Hugo ist der Stream. Der kippt zwei Flaschen um und geht streamen. Ja, wirklich, so war das. Ja, Deep Pride verdient sich nicht allein. Ja, er meinte, seine Social Battery ist leer. Er will eine Freundin wohnen und er wollte streamen. Social Battery. Ja, Breitner muss gleich übertreiben. Da ist er. Achso, die Rolle brauchen wir auch dafür, oder? Oder mit was haben wir es weggemacht? Ah, immer noch? Ja. Das einzige, was wir gegeben ist. Nein, nicht einsetzen. Hugo hat zwei Limonaden umgestoßen und ist jetzt Stream gegangen. Ja. Nein, ist zu spät, Digga. Guck auf die Uhr. Es hat 20 Minuten gedauert, Junge. Nein. Nein, auf keinen Fall. Darf es noch nicht mehr erwähnt werden. Ja, lass Werwolf spielen. Ja, darf ich mich hinsetzen? Da ist auch alles voll. Das Stoß. Nein, das will ich ja gerade weg. Das sehr gerne, wenn dann kuscheln oder so. Echt? Ja, weil diejenigen, die hier aufhören, mit sauber machen, mit dem Stoß. Mir geht's gerade schlechter, dir oder mir? Aber wann? Wann machen die das? Wenn der Mann ist so schwanger. Ja, wenn sie. Kannst du dort hinten auf diesem Ding, muss ich einmal draufdrücken, dann Beleuchtung oder irgendwas? Muss draufdrücken. Ey, jetzt fick dich. Digga. Was hab ich gesagt? Drauf. Drauf heißt es. Wie? Drauf. Drauf. Ja. Drauf. Ja. Ja, wie sagst du? Drauf. Nee, drauf. Drauf. Ich hab's drauf gesagt. Ja. Oh mein Gott. Aber ist doch geil, weiter so. Ich wünsche. Ja, wir spielen jetzt Werwolf. Ich wünschte, ich könnte den Schweizer Dialekt nachmachen. Ich würde den ganzen Tag so reden. Ja? Okay. Erzähl mir mehr. Hä? Nein, hab ich noch nie gemacht. Adi kann das. Ich mach, komm. Gieß noch, oder was? Noah! Trimax, sag einfach mal Nachtkorb reden, Digga. Alle tanzen auf der Nase. Zeit, Digga. Toll. So. Du musst die Rechnung hier bezahlen, nicht die. Vor allen Dingen einfach so pures gelbes Zuckerwasser. Ehrlich. Einfach pures Zuckerwasser und einfach, nur ein paar Servietten drüberlegen. Dann ist alles weg, ne? Das ist nicht von mir. Ich habe hier alles sauber gemacht. Das ganze Sofa, guck mal, das ganze Sofa ist da unten noch nass. Alles. Er hat nicht nur eins. 77. Und du hast die ganze Küche das Sauber noch nicht gemacht. Ich schmeiß dich da rein. Hugo hat nicht nur eine Limo verkippt, sondern zwei auf einmal. Aber wer stellt denn, guck mal, warum stehen da fünf halbvolle Limos auf dem Boden? Entweder war ein extra weg oder. Hallo Max, roher Schummel, 77 kann nicht sein. 77 hat er auch vorhin. 77 ist schon auch echt ein Scheißwert und das hat er auch schon vorhin.
Aber ist der Beste. Ich hatte gestern einen höheren Wert als ganz am Anfang, bevor es losgeht. Ja, weil die immer zu drin ist. Was denn? Ah, 93 gestern. Ja, so Rico, wollen wir die Sofas umstellen? Erstmal 91. Nein. Das ärgert mich alles. Ey, wollen wir hier. Maspi macht irgendwas. Du kannst mich aber sagen. Ja? Ich hab mich alles. Fühl mich aber cool. Du hast auch so viel Farbe. Ja. Sport am Morgen ist es. Du kannst ja das machen mit dem Leben, aber du hast den Bock, das zu zeigen. Ich fühle mich jetzt am Sonntag nicht Hunger, aber keine Ahnung. Das sieht man ja, oder? Mehr nicht. Ich weiß ja nicht, es ist da unter. Du hast mich kaputt gemacht. Wirklich, der hat so gestopft. Die Bananen und die Erdbeeren da drin waren zu viel. Ich sag so, als hättest du so Hunger. Nee, das nicht. Nee, das, war zu viel Nutella. Hat Hunger, sie ist aber gemacht. Sie ist ein weißer Boelos gesichert. Das war lecker. Was denn wo? Chat, ich brauche ein bisschen Zuspruch. Kraut mir ein bisschen den Bauch. Bitte. Könnt ihr mir den Bauch krauen vielleicht? Mach mal auf, bitte, nicht mal sein. Ich bin kurz vor überfrossen. Du hast aber Nutella heute, hast du dir wirklich reingezogen? Mach mal auf, mach mal auf. Die beiden Nutella-Dinger waren schlimm. Da gib mal eins. Hugo, jetzt aber auch mal hier den Mann stehen. Gib da einen. Hugo, dann komm mal bitte zu Herrn Kraumer, bitte kurz dein Bauch. Ja, bitte. Einmal kurz. Ein bisschen kraulen. Gibt's ihn in Deutschland? Schön, so mit weiß ich, aber nicht mit Liebe. Hugo, ich müsste weiter runter. Ja, geh mal in die Hose. Geh mal in die Hose, rein. Einmal unten kraulen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich will nicht Hugos zweite sexuelle Erfahrung sein. Quatsch, Digga. Da muss er sich was anderes aussuchen. Hast du schon einmal Sex, ja, ne? Ich? Ja. Ja. Und? Das halt geile Kinderschokolade, Digga. War nicht so. Ja. War ein bisschen besser. Oh, rein das Ding. Komm, geh rein. Ja, wenn du es ausschüttest, Digga, was können wir machen? Ihr lacht, Digga. Wir sitzen die ganze Zeit hier, wir haben das nicht ausgeschüttet. Ich hab doch gleich so lange Abend. Du darfst ja schon essen, ne? Willst du ein Stück essen? Ach, oh, ja, Schnack macht das gut. Oh, geil, Digga. Aufgepackt. Geil, Digga. Das ist ein Film, geht schon ganz aus vom Zuschauen. Bruder, er hat gerade so viel das genossen. Ey, wo ist Max? Max! Warte. Oh! Digga, ich kann das nicht machen. Du Wichser! Was? Übertreib nicht, Digga. Ja, was drückt? Alles gut. So. Nicht raufdrücken, Bruder. Das war nicht in Ordnung von dir. Stell dir mal vor, ich hätte einen Stift gemalt. Das ist auch nicht in Ordnung von dir. Was vorhin? Mitgedacht. Ich hab dir vorhin keinen Arschbohrer gegeben. Ich hab nur festgehalten. Willst du Arschbohrer? Ich hab nichts gemacht. Ja, warum macht ihr jetzt so? Wieso sind ihr jetzt? Nein, wir haben gesehen, wie du es gemacht hast. Doch, wirklich. Genauso wie. Genauso wie Hugo das alles verschüttet hat. Digga, was willst du von mir? Hey, mach doch bitte sauber, wenn du es verschüttest. Ja, ich mag das. Was ist das? Aus Amerika, heute gebracht von Breitenberg. Oreo Peanut Butter. Bestellt von Steve. Boah, Digga. Hast du die gesaved? Hab ich gesaved. Ich hab die selber noch nie gegessen, ich sag's dir ehrlich. Ja, aber Peanut Butter ist nicht so meins. Ich liebe Peanut Butter. Ah, das ist verdammt sexy, Mann. Ah, den brauchen wir ASMR. Oh, sorry. Oh, ich muss gerne. Sorry. Musst du scheißen? Nee, nein, nein. Ich fass dir so mit dir, ne? Ja, gerade so. Oh, vor eineinhalb Stunden war es. Vor eineinhalb Stunden war es. Wieso gibt es sowas auf dieser Welt? Das ist doch so geil. Ey, Breitenberg, ich werde jetzt Stammkunde bei euch. Das ist ja ultra geil. Das ist geil, ne? Heftig jetzt. Ja, ich fress alles, den ganzen Laden. Ey, das ist so witzig, wenn so wirklich. Also, ja, ich habe die auch nur eingekauft. Ich habe überlegt, dir zwei oder drei zu bringen, aber die wird auch. Aua. Ich muss mir die Beine vertreten. Der Stift mal. Bruder, als ich das erste Mal bei ihm gechillt habe im Haus und er dann so zum Teig steppt und so dieses Futter in den Teig reinwirft. Und das ist ja süß. Und das ist ja so süß. Und dann wechselt er so das Futter bei den Eichhörnchen-Dingern. Und ich schaue so raus, Bruder, und dann auf einmal macht er diesen hier. Und schaut so einfach. Ist das süß? Wollen wir los? Also ich muss sagen, ich fühle mich gerade so gut wie seit zwei, drei Tagen nicht mehr. Energie, 9 von 10. Meinst du, das fällt ihm eher auf? Hunger. Ja,
gar nicht. Was ist das? 1 von 10. Mente wert. Bock auf Essen jetzt, wo das ganze Essen weg ist, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Wir haben einfach mit der Gruppe sehr viel gelacht. War eine geile Stimmung. Vielleicht haben mich auch die Stromschocks wach gemacht, keine Ahnung. Mir geht's gerade richtig gut. Das muss man auch einfach mal sagen. Hugo, ich hatte ja auch so meine Downs, aber gerade in den Arsch stecken? Ist geil. Super. Welche sind das? Oh, nee. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, Mist. Oh, Mist. Ey. Kennst du Pokémon? Das sind die, die wir speichern, bis wir wieder essen dürfen, leider. Kennst du Fleckmon? Das sind leider die, die wir speichern. Fleckmon ist doch so ein voll langsames Pokémon. Ich weiß nicht, dass du bist eine Mischung aus NPC und Fleckmon. Wir speichern. Ja, ja. Und es macht dich sehr sympathisch. Die hast du gekauft? Die hast du gekauft? Die kannst du nicht klauen dann. Würdest du sagen, du bestellst unsere? Die hast du die echt gekauft? Ja. Die kam im Paket und die Produktion hat uns die geilsten Dinger weggegessen. Jetzt kommt Isa nochmal mit so einer Packung, mit Pockys, und haut sie sich nochmal vor uns rein. Und Samstag werden wir 0 Pockys haben, wenn wir wieder essen dürfen. Nein, null. Hugo hat das Ding nicht in den Arsch gesteckt. Wir werden 0 Pockys haben, Digi. Ich kann die nochmal neu kaufen. Ah. Wo ist das Ding denn? Echt jetzt? Wirklich? Für Samstag? Das wäre ein Riesengefallen. Also, ja, ja, das ist wirklich ja. Ein riesengroßer Gefallen. Und dann fragen wir uns, warum danke. Weiß er, wie Arsch das ist mal ein Gastgeschenk. Das bedeutet uns wirklich viel. Jetzt nehmen wir das auch nicht mehr so übel, dass du jetzt alle halt noch Krebs paar gemacht davor. Hast. Die werden leider so pappig, wenn die 2 Tage offen sind. Und die laufen auch tatsächlich, alle Sachen, die wir mitgebracht haben, laufen Samstag um 0 Uhr ab. Was? Nee, wirklich, das bedeutet mir gerade echt viel. Aber wir haben ein Limo-Replay, stimmt das? Nee, als ob die Regie Limos-Replay hat von Slow-Mo. Digga, die Regie hat alles, Mann. Putzen. PC. Wow, Hugo, voll die stabilen Schenkel. Jetzt weiß ich, warum die ganzen Girls auf Twitter geiern. Geiern die Girls auf Twitter? Ja. Digga, aber geisteskrank, Mann. Hugo ist ernsthaft ein sehr attraktiver Mann. Muss Max, ich zeig dir später ein Video. Nee? Da hat der Typ, der so. Ja, ja, kenne ich. Hat mir Robert gerade gezeigt. Das ist respektlos. Aber so 2 und nicht gleich 500. Kannst du fahren? Nein, ich hab Bein kaputt. Max hat mein Leben kaputt gemacht. Ich fahre euch, kein Problem. Du kannst du so auf Ernst, aber. Den Rest kann ich nicht wegmachen. Max, hast du gehört? Ja. Der kann den Rest nicht wegmachen. Ja, wenn das dann mega heftig klebt, lass es einfach trocknen bis morgen. Das Team freut sich. Nee, ich mach das weg, wenn du mir sagst, wie. Hol dir das Putzmaterial. Das Putzmaterial. Wischmopp, Sauger. Er denkt einfach wirklich, dass er das war. Er war das gar nicht. Hugo, du warst das nicht. Wie kann man so sein? Ich war das nicht. Oder hat einfach vergessen. Du warst das nicht. Hugo, hey, wer war das du hast das Fenster komplett dreckig gemacht. Wirklich jetzt. Ja, Pet hätte sauber gemacht. Wer ist das? Also, das ist so ein Running Gang. Das war 100%ig Noah. Er würde passen, ja. Oh, Energielevel, Hunger, Appetit, Gemütszustand. Energie 6 von 10, Hunger 2 von 10, Appetit 2 von 10. Same, nur noch besser als meines jetzt. Digga, ich glaube, ich will auch so. Wenn meine Werte gut sind, bin ich durch. Bereust du heute Abend so viel gegessen zu haben, weil es wirklich sehr viel war? Also für mein Verhältnis habe ich viel gegessen und vor allen Dingen, nein, nicht, das Ding von Isa hat sehr lecker geschmeckt, aber es war zu viel, also ich hätte da eigentlich nein sagen müssen, aber aus Höflichkeit, weil sie ja auch fett abgeschmatzt hat von meinem Kram, muss ja natürlich auch aus Höflichkeit von ihr mal naschen und das war auch wirklich lecker, aber es war so ein Gnadenstoß gerade. Safe, Digga, du hast dir ein Glas Nutella auf den Toast gehauen und hast dann noch Nutella-Crepe gegessen. Und eine riesen Portion Nudelauflauf, ne? Ja. Mit dreifachem Käse. Und 2,5 Stunden vor eine halbe Pizza und Bruschetta. Ja, ach du, das ist zu viel. Ja, scheiß auf. Man lebt nur einmal, ne? Geil. Digga, wollen es einfach schon das 4. Mal hier? Du bist einfach jeden Abend hier. Ich bin schon öfter hier gewesen, als du auf deinem eigenen Event. Ja, ohne Witz. Das ist wirklich, ey. Alle nehmen mir ab und du machst einfach hier draußen eine Massephase, Bro. Ich hab locker 1,5 Kilo wieder zugenommen hier, ja. Nur süß. Sagen die Zuschauer aber auch die ganze Zeit, weil sie uns so hungern sehen, haben sie die ganze Zeit Appetit und Hunger und Bock auf was und essen die ganze Zeit. Kommt mal von Simplicissimus ein Video, die Doppelmoral von... Ja, die Doppelmoral von Trimax. Alle meine Zuschauer, einfach jeder 2 Kilo zugenommen. Scheiße. Ich werde auch so zunehmen danach, wirklich. Morgen kann ich ja nicht kommen, weil ich morgen, wie gesagt, ja nach England
England fliege. Ich wäre sonst morgen auch noch morgen gekommen. Noch wenn ich nicht nach England geflogen wäre, wäre ich morgen auch gekommen. Was hättest du morgen gemacht? Also, dann hätte ich dick aufgefahren. Entweder bin ich mit meiner Oma hergekommen oder ich hätte eventuell vielleicht Ehrenbruder Mehmet geholt für den legendären Döner. Aber ich hätte dann schon noch was aufgemacht. Zum Glück bist du in London. Zum Glück bist du in London. Das wäre auch ausgeradet, weil meine Oma gekocht hätte und keiner von den Wichsern hätte was gegessen, dann wäre ich ausgerastet. Weil meine Oma das natürlich nicht versteht, warum die nichts essen wollen. Ja, klar. Dann hätte einer essen müssen. Hätte sich einer auffallen müssen für die Gruppe. Mikro aus. Hä? Mikro zu laut? Mikro ist aus, ich glaube, das ist leer. Das Mikro ist aus, das Revi hat. Ja, das hat die Regie ausgeschaltet, weil du das in der Hand hast. Ah ja, und. Sympathisch, Jungs. Ist tatsächlich, hier steht auch drauf. Mute. Ja. Was ist jetzt? Denn bitte hier jetzt so bodenlos. Einmal reingebissen und einfach weggetan. Das war Hugo. Das war Hugo. Was ist das? Das ist dein schönes Toast! Nee, das war Hugo. Echt? Geh mal drin. Was? Du hast aber gesehen, dass du die Boxen oder was? Ja, nee, war abgesprochen. Wenn du ihn zehnmal beschuldigst, einmal war es. Hugo? Was? Er hat es mit Liebe gemacht. Nee, das ist abgesprochen. Aber wer ist denn das jetzt noch? Ja, das muss jetzt jemand. Das kann er zum Spül schmeißen. Das geht nicht, das müssen wir einmal immer essen. Ich hab's auf gar keinen Fall. Kannst du das einmal essen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gerade zugenommen. Eure Schuld. Weil wir euch triggern wollten, haben wir zugenommen. Wir haben einen eigentlich... Eigentlich haben wir verloren. Dann du, Breitenberg. Einmal das Ding essen. Nein, nein. Smiley, einmal essen. Kannst du die maximale Mühe. Bisschen essen. Wir werden da schön mit Sitzheiz und wir zahlen. Digga, sollen wir in Hamburg pennen oder wollen wir nach Hause fahren? Wie lange brauchen wir? 3 Stunden ungefähr. Ihr solltet hier schlafen gehen, nachts war. Ihr müsst doch nach Köln, Digga. Ja. Oh, ja. Ihr fahrt um 1 los nach Köln. Digga, da seid ihr um 6 zu Hause oder so. Nein, man fährt, wenn man gut durchkommt von Hamburg nach Köln, 3 Stunden. 3 Stunden? Wenn man fährt wie du hier. Bei zugeeisten Straßen, bei kompletter Dunkelheit und Wind. Ja, jetzt schon 4 Grad, ich würde jetzt nicht mehr fahren. Es ist spät, es ist 4 Grad. Ihr fahrt nicht. Das ist doch super. Ab 4 Grad friert. Ja. Okay. Ab 4 Grad friert. Wasser friert ab 4 Grad. Kennst du bei ihm, ne? Auf Autobahnbrücken, wo auch Wind ist, kann das frieren. Das Bruder, stimmt. Ich schwör's, Montes Gästezimmer ist gemütlicher als meine ganze Wohnung. Beste Leben bei mir. Seine Couch auch. Ja. Ich hab's auf der Couch. Sergen hat vorhin, wir chillen so auf seiner Couch, er streamt. Wir schauen so Montes Stream auf dem Flat TV. Auf einmal höre ich neben mir. Er saß richtig süß. Aber in der Embryo-Stellung hat er gepennt. Weil er langweilig war. Du hast jetzt den Ruf schon weg als Einzhacker, der auf der Couch pennt. Ich will mal ein Brötchen. Also auf jeder Couch pennt so ein, Digga. So. Oh, du bist richtig in Aufbruchstimmung, ne? Nee, ja. Im Club jetzt, ja? Oh, ja, komm mal, Max. Ja, mein Bruder würde gerne morgen einen Grillpack von Lockmann mitnehmen. Da Carsten auch mit Zimt drauf. Warum kommt der Vogel? Warum gibt's schon mehr? Der wird doch ein bisschen rum. Nein, warum nicht? Stimmt doch. Achso, nicht für uns auf jeden Fall. Ja. Was? Ja? Nein, Leute, ich hätte gerade nicht gesagt, die muss ich auch heute nicht Donnerstag, sondern Freitag. Einen Tag haben wir einen kompletten Tag. Welcher Tag ist heute? Donnerstag. Einen kompletten Tag ohne Essen haben wir noch. Ja, Freitag dürfen wir noch nicht. Aber ey, es ist nur noch ein Tag. Ja, es ist krank. Es ist echt krank. Es ist nur noch 24 Stunden. Man kann nicht so denken, es ist nur noch ein Tag. Es kann jederzeit. Aber wir haben es heute gesehen, jederzeit kann er zuzuhören. Kannst du? Abkacken. Wir geben ja Laptops aus, Mann. Morgen eine Grillplatte von Lockmann. Kannst du dich selber leisten, du mit uns was zu sein. Du bist richtig Kameraden. Mach mal nicht, weil wir Lockmann so tippen. Wir müssen auch anfassen. Nicht die Leiter vorher. Der Bruder geht es aber auch. Der Bruder geht es aber auch. Der Zuschauer hat auch wieder geschaut. Du Zucker 51, Samstag. Nee. Da darf man sich, wenn es tagsüber ist, darf man sich einfach ins Bett legen. Ach so! Aber ich glaube auch wieder nach Hause, Digga. Nee, darf man doch nicht. Dachte ich, dachte ich. Kommt auf den Zustand davon. Kommt auf den Zustand davon. Ja, ich bin nicht Übelkeit. Nein, Übelkeit kann ich kaum. Nein, Übelkeit war weg, nachdem ich gesungen habe. War weg. Nein, das zählt nicht. Das zählt nicht. Dein ganzes Gesicht war gelb. Nein. Ja, Schmiedi, hier ist besser bleiben. Ich versuch keine Ahnung. Ich hab ein paar Ja, aber ich kurz aus. TikTok. Meinst du, weil morgen früh 8:30 Uhr losfahren? Warum?
Wobei dort dann haben wir 6 Stunden. Wir müssen noch Auto holen gehen, auch noch Dings, ne? Ja, das stimmt. Ja. Das ist eurem Reifen geplatzt, irgendwie bei 180. Einfach kaputt gegangen, Digga. Nagel drin oder was? Ja, ja. Da rede ich jetzt nicht drüber. Habt ihr es gemerkt? Ich habe so einen Tok-Tok gehört und dann ist 10 Minuten später der Reifen geplatzt, sondern war schon wirklich ein Nagel, der rein und wieder raus ist. Krass. Bist du auf der Felge dann gefahren? Nein. Ich bin bei 1,6 Grad. Du bist von Köln auf der Felge gefahren. Du bist von Köln nach Hamburg auf der Felge gefahren. Ja, genau. Ich muss immer gegensteuern. Hast du Run-Flat-Reifen? 5,5 Stunden gegensteuern, ist geil. Run-Flat-Reifen oder wie? Nee, das war richtig auseinander. Aber es war ja, der hat dicke Reifen. Ja, auf Digga. Aber nicht so doll, ne? Ich will ja, so, aber trotzdem. Aber das war schon. Das macht man nicht. Das hat Wochen gezwickt. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Also ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um nach Hause zu gehen. Die Jungs sind müde. Ja. Und ey, danke. Ey, was denn hier ein gutes Hotel in der Nähe? Hier nebenan, Preis. Ist das gut, ja? Das ist nee, nee, das ist irgendwie dabei schon. Aber warte, wieso Berlin das? Du hast noch kein Hotel? Ja. Du gehst jetzt einfach irgendwo hin und sagst, jo, moin. Also, jeder, der ein Foto haben möchte mit Revi, jetzt einmal ganz kurz zur Rezeption oder in die Lobby vom East Hotel. Ja, da ist das schon mal raus. Dann gehen wir schon mal woanders hin. Das ist mein Job, also das Prinzip. Mach das. Ey, geil, hast du eine Zahnbürste hier, die ich haben kann? Ich habe eine dabei. Kann ich die haben? Nein. Das meine. Klar, verstehe ich. Nein, ich schon alleine. Nein. Helmut, im Hotel gibt's doch eine. Ja. 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 Im Hotel gibt's notfalls. Ich werde sie aber einschließen, ne? Wie? Ich werde dich einschließen in dein Hotel. Scheiße. Wie hier pennen? Nee, ich schlafe. Nee. Hotel. Ich habe die erste Nacht hier auch geschlafen. Hotel. Das ist ja nicht dein Bett. Mach mal nicht. Mach mal nicht. Ja. Schön geschlafen. Krass, wie das. Das zieht diese großen Batterien einfach weg, ne? Ja. Einfach so in 2 Stunden, bam, 4 Batterien oder so leer. Bist du so kaputt, Bruderherz? Ja. Musst du morgen früh los? Nee, und ich muss dazu sagen, ich habe 5 Stunden. Voll schlecht. Ja, okay, dann reicht's. Oh, sag, schreib. Darf ich mich nicht schreiben? Mach am meisten, Finn. So. Ja, Digga, ich über. Hey Marco, wir haben deinen Song gerade gepusht im Stream. Sehr gefeiert, geil. Kannst du die Highlights davon mal reinziehen? Wir müssen das in die Charts. Ich find's übrigens sehr geil, wie Revi die ganze Zeit Hugo beschuldigt hat und Hugo es nicht geschnallt hat, dass er das gar nicht war mit den Getränken. Und der arme Mann hat alles sauber gemacht und er weiß bis heute nicht, dass das nicht war. Aber ich wüsste mal gern, wer es war. Ich glaube Noah. Ich habe vorhin, glaube ich, auch eins umgeworfen bei Breitenberg und da habe ich es dann auch weggemacht. Echt, war es doch? Oha, okay. Alles cool? Dann ist Noah doch unschuldig. Du warst super schwummrig gerade, alles klar? Okay. Oh. Ein Müdi. Niki? Ja, natürlich. Warum liegen hier eigentlich überall Süßigkeiten? Niki? Ich kann das nicht mehr. Kannst du mit. Lass mal mit Niki Plätze tauschen, sondern einmal und testen. Isa? Event 1 bis 10? Ja, ja. Nein, Event 1 bis Crepe. Es ist sehr gut. Niki, kannst du mich einmal noch mal testen? Ich habe vorhin gesagt, für mich persönlich, klar bin ich auch diesmal da, beim Angelcamp war ich nicht persönlich, aber für mich auch als Zuschauer. Beste Event seit Angelcamp, seit dem ersten. Ich mochte den Boxkampf auch sehr. Also, ach so, ja klar, der wenn Boxkampf. Wenn ich unter 60 okay. Bin, bodenlos. Ich fühle mich komplett. Ja, Great Fight Night war geistkrank. Ja, aber das hier danach. Aber das ist ja hier ein kleiner Kreis, so. Das ist ja nochmal was anderes. Das stimmt, das stimmt. Das ist doch ganz. Ja, ja, ja. Wichtig. Ich glaube, das Mikrofon ist aus. Hört ihr mich, Chat? Chat meet. So. Nein. Mach du. Ja, das Gerät und so. Du weißt der Einzige, wie es geht. Nee, ich kann das aber. Nein. Einmal. Ihr habt schon desinfiziert. Nee, guck, die hören doch. Morgen bist du raus. Solche Spoiler-Bärs. Das ist ja clean hier. Was passiert? Desinfektionsbild ist leer. Oh, fuck. Sehr gesammelt. Warte, chill. 67. Boah, 67.
Ihr könnt mich alle mal. Niki ist so nervös. Hm? Ich bin richtig nervös. Leute, ich habe einen Wert, der noch okay ist. Die sind schön. Ich darf damit schlafen, ich bin nicht ausgeschieden. Was hast du gesagt? Ich bin richtig nervös. 68! Für die echt? Jetzt sind alle nochmal niedriger, ne? Nee, höher. Höher. Bruder, wenn da 49 steht, geht instant heiße Dusche. Wer hat sich gerade getestet? Du oder Niki? Ich dachte, du hast dich getestet mit 68. Was ist denn jetzt mit dir? Du siehst doch, wie es mir geht und wie es dir geht. Was, Digga, warum bist du jetzt so assi? Nein, Digga, mir ging es wirklich danach, ging es mir wieder okay. Und ich wollte ins Bett Tee trinken, ich durfte. Lag vorhin irgendwo hier neben uns. Und du das dann warm duschen. Er hat noch einen normalen Atemwert. Ja, das zählt nicht. Chat mal ganz kurz, was ist ein Hugo gerade für ein Nichtgönner? Der will, dass ich rausfliege. Mir geht's so prächtig und der will, dass ich rausfliege. Max, wir gehen jetzt auf. Nee, ich muss einmal meinen Medik. Max, wir gehen auf, ja. Also du hast echt heute Alter, das ist nochmal richtig. Max, hallo? Oh, mein Tee. Mega nice, danke schön. Fertig, Isa? Okay, ich leg das mal hin, ja? Mit so einem vollen Magen. Okay, okay. Ready to change your view? Let's go. Cutting edge metal posters for the next generation of collectors. Geeky, magnet mounted, incredibly stylish, modern wall art that hits every beat. Discover officially licensed designs from the brands you love and watch them work as a team. Welcome to a whole new wall. Displate. Ready to change your view? Let's go. Ich brauch Display. Ah, nee, Sponsor. Display, könnt ihr euch gerne mal 35% Rabatt kann ich da Code NFC. Kann man ja mal machen. Ohne Display wäre dieses gesamte Event nicht möglich. Max, wir brauchen neues Ding. Super. Das ist schon zu gut geworden, auch wieder neu. Adi hat ohne gemacht. Mic aus, ja, könnt ihr mich so hören? Max, kannst du sowas? Was? Nee, gar nicht, nie gemacht, bei keinem. Ja, ich mach. Danke. Also Leute, sobald man Scheiß-Stats hat, muss man den Arzt anrufen und der klärt dann... Also die letzte Idee ist mein Arzt. Was ist davon wert? Test, 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 geht das? 1, 2, 3. Ich muss das abwischen, oder? Test, test, test. Ist das Mike an? Du gehst auch los? Der Nice ist umgekommen. Ist. Mega cool. Auf jeden Fall. Gute Heimreise? Ja, ich bin auch wieder. Also. Na, natürlich. Hau rein, das haben wir nicht gleichfalls. Ich kann jetzt zwar nicht. Nein, nicht an. Dann so. Also, soll ich die sehen? Wir ready machen? Sehen uns. Wir sehen uns. Stich am nächsten Training. Okay. Machen wir. Ist das an? Test 1, 2, 3. Machen wir das hier. Tschö, tschö.
Ja, jetzt? Gut. Also, sobald man scheiß Werte hat oder irgendwas nicht stimmt, muss man den Arzt anrufen. Der Arzt telefoniert dann mit ein und guckt, welche Symptome man noch hat. Einige Leute werden ohnmächtig mit einem Blutzuckerspiegel von 70. Hier ist Noah. Noah kommt jetzt. 62! Du musst Kapillarblut nehmen. Digga, das darfst du nicht auf Twitch zeigen. Man hat scheiß Stats oder hat irgendwas, dann ruft man den Arzt an. Und wenn da dann Probleme sind, dann ist man raus. Ich bin echt aufgeregt. Passt. 62. 62 ist Gigashit. 62 ist eigentlich sehr scheiße. Aber unter den Umständen, dass wir jetzt seit über 5 Tagen nichts essen, ist 62 noch okay. Schieben so, ne? Leute, Breitenberg hat keine Luft bekommen nachts. Er ist aufgewacht, weil er keine Luft bekommen hat. Steve konnte gar nicht mehr aufstehen. Der war Kreislauf komplett zusammengebrochen. Und Hugo hatte Übelkeit. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, weil er hat nicht nur Blutzucker im Arsch, sondern zusätzlich auch die Keton-Atemmesswerte im Arsch, was dann zu einer Ketoazidose führen kann. Das ist so ein Schock, weil das Blut zu sauer wird, weil der Körper zu viel Fett abbaut, weil da irgendwas gerade nicht funktioniert. Kann jedem passieren. Kann jedem passieren. Aber bevor hier jemand ohnmächtig wird, machen wir das nicht. Max, ja. Können wir noch Keto bei mir messen einfach? Du willst mal ein Keto messen? Ja. Ist das dein Puster? Nee, wollte ich jetzt holen. Dann hol mal deinen Pust. Oh, das war... Ich bin nur der Flasche ausgesucht. Du sagst jedes Mal, dass du irgendwas ausweist. Du taumelst total. Ich bin so aufgeregt. Jetzt geht's um die Wurst. Nein, du Pisser, das geht nicht. Da 55, ich muss Mischek anrufen. Ich geh warm duschen. Ich krieg den noch hoch. Erst Mischek anrufen, Chef, dann warm duschen gehen. Ich hab ihn vorhin schon von einer Stunde angerufen, er ist nicht mehr wach. Alter, der haut mich. 55. 55 ist... Ich geh warm duschen. Das ist noch nicht durch, das Ding. Ernährungswissenschaft, nein, Chat, chillt mal, Chat. Der Ernährungswissenschaftler hat immer gesagt, es ist eine Kombination aus objektiven Werten und subjektiven Empfinden. Und ich, guck mal, wie ich rede. Ba. Alle raus. Warum gönnt ihr denn noch nicht? Ich gehe zwar am Duschen, komme wieder und habe einen Wert über 60. Das Problem ist, ja, mach das, los, let's go. Warum sind die alle so fies? Ja, ist so. Doch, dass es mir toll geht. Das Problem ist, wenn wir so tiefe Werte haben, tagsüber, wenn wir beobachtet... Hast du ausgetauscht? Wo ist mein Atem? Ja. Wo ist mein Mundstück? Wie fies. Bro, what the fuck? Du hast mein Mundstück verloren? Nein, ich hab's doch verloren. Wie fies sind alle? Du Assi, lass dich schon mein Gerät benutzen. Ja. Ich bin völlig vergesslich geworden. Wie will das sofort? Jetzt haben sie mich hier sitzen lassen. Ich bin verstrahlt. Ich weiß nicht, ob ich heute den Spray entzünden soll. Wo ist der Spray? Wo ist das? Hast du mal Blutzuckerwert? 55. Ja, aber guck doch mal, wie es mir geht und wie es dir geht. Nein. Du könntest doch nicht so machen. So konntest du nicht. Das konntest du doch nicht machen. Ich gab aber nicht, aber als ich das Wasser getrunken habe, ging es mir wirklich besser. Wo war das? Wie könntest du das machen, Hugo? Ja, auf meinem Buch. Ich habe wirklich gerade 9 von 10 Energie. Also ich habe keine Symptome, gar nichts. Ey, darf man den Mundlauf noch bis Samstag aufbauen, oder ist das schlecht? Nein. Komm rein und messen. Aktiviere das Gerät, ich weiß nicht, wie das geht. Ach, Digga, das muss ich jetzt machen. Weiß jemand, wo der Schlafspray ist? Bei Neon. Ich glaube, ich nehme ihn heute noch. Ja. Haben wir? Ein Tischschlag hier, ein Schlafspray. Boah, ist so ein kleiner, ist nicht gut. Digga, weißt du eigentlich, wie krass das ist, dass ich dich pusten lasse? Ich danke dir. Gut, danke. Nein, ich weiß ja wirklich sehr zu schätzen. Was, ist das deine Stats? Ja. So, Chat, entscheidender Moment, weil ich habe einen 62er Blutzucker, wenn ich jetzt wirklich über 70 bin, mit dem. Das Problem ist jetzt nochmal, wenn wir jetzt also so Werte an der Grenze haben, die schon niedrig sind, und dann gehen wir schlafen, haben wir 8 Stunden lang keine Überprüfung. Und die Ärzte pennen, wir pennen, die Regie ist wach, das ist krass, die ist immer wach.
über Nacht sinkt du musst der Blutzuckerspiegel sowieso. Muss nochmal gleich. Ja. Und dann ist er vielleicht bei 40, das wäre völlig fatal. Niki scheint so viel fitter als Hugo, das ist ja auch so. Kannst du nochmal aktivieren? Er musste raus, ne? Ja, ich musste raus. Aber du stehst ja auch wieder eins. Jetzt hier auf der Hand. Wie geht's dir mit das? Ja, aber nicht viel zu Hause. Ich mach aber die Spielleitung. Ja.